Oftmals trifft sie nicht. Hast du schon viele Menschen getötet? Kommt schon mal vor. Ach so, was für eine Frage als Sohn, ne? Hast du schon viele Menschen getötet? Vor. Manchmal machen die Leute eben Ärger. Ich weiß ja, dass es manchmal passiert, aber ich will nicht, dass Menschen sterben müssen. Ich weiß. Versuche in Zukunft einfach in so wenig Ärger wie möglich zu geraten, okay? Das dachte er so einfach. Komme ich nicht mit. Ja, dann bleib halt da, Schluffi. Da bin ich wieder. Oh, schön. Was denn? Ja. Kann ich den nicht looten, schade. Muss das andere Vieh hin? Da komme ich nicht mit. Da bin ich wieder. Ist blöd. Wo ist der denn? Ah, da. Ja, diesmal ist das aber nur ein Blutkralle. So, dann schauen wir mal, ob wir dieses Raptor-Vieh diesmal down bekommen. Ohne zu sterben. Wäre ja schön. Ich hatte meine Gründe. Habe auch mal gespeichert. Ich wollte ja noch was sagen. Mutter hat immer gesagt, du willst die Welt retten. Tatsächlich. Das hat sie gesagt. Was genau hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ich habe versucht, die Wilde zu überzeugen, sich auf drohende Gefahren vorzubereiten. Und er gibt nur 100 XP, was das denn? Weil das mächtige Vieh? Naja. Wenn ich mal groß bin, dann will ich auch mal so werden wie du. Ventilator. Zigaretten, kleiner Haltrank. Das war's schon. Da komme ich nicht mit. Da bin ich wieder. Da komme ich nicht mit. Was ist denn mit ihm? Da bin ich wieder. Aber cool ist, dass die hinterher fliegen können. Das ist schon mal nice.
Oh, da ist wieder Treibstofftank. Muckefuck. Frage ist, was ich jetzt hier noch killen muss. Eigentlich müsste ich doch jetzt sogar alles abgegrasen haben, oder? Oh, eventuell können wir eigentlich das Monster killen, was mich eben getötet hatte. Genau. Oh, hier hatte ich schon leer geräumt. Genau, und hier hinten war ich auch noch nicht. Der Seite. Genau, bei dem Gebäude hier. Weißt du eigentlich, was so cool an Geistern ist? Nein. Niemand kann ihnen etwas anhaben. Sie schweben über den Ding und keiner kann sie besiegen. Und weißt du auch warum? Warum? Na, weil sie eigentlich gar nicht wirklich da sind. Man kann sie zwar sehen, aber nicht anfassen, weißt du? Aha. Haben wir hier eine Axt? Okay. Das ist eine Bruchbude. Meinst du, hier hat jemand gewohnt? Wer weiß, vielleicht war es hier früher wärmer und sie brauchten nicht so dicke Wände. Quatsch. Schau dir das doch hier mal an. Mikroskop. Ich glaube nicht, dass hier jemand gelebt hat. War bestimmt irgendein Ritualplatz oder so. Rituelles Bäume fällen oder was? Wer weiß schon, was die Menschen damals so gemacht haben, um sich die Zeit zu vertreiben. Rituelles Bäume. Man sollte ja angeblich keine Angst vor Mutanten haben, wenn man so viel Zeit hat. Wer weiß, auf was für schwachsinnige Ideen man da kommt. Also wo sie recht hat, hat sie recht, ne? Aber das war schon gut lustig gerade. Rituelles Bäume fällen. Oh Mann. Aber hier ist jetzt erstmal nichts mehr, denke ich. Es geht los. Was bedeutet das Wort Bastard eigentlich? Wo hast du das denn gehört? Die Kinder am Fort haben mich oft so genannt. Ich weiß nicht, was es heißt, aber es klang nicht nett. Ich hätte wirklich öfter bei euch vorbeischauen sollen. Hör nicht auf das Gerede, mein Junge. Manchmal sind die anderen Kinder ganz schön doof, nicht wahr? Die den einfach Bastard genannt, auch nicht schlecht. Was kann man denn jetzt hier noch irgendwo was? Also ich denke, mittlerweile haben wir die Umgebung auf jeden Fall gut abgesichert. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Hinten habe ich eine Brücke gesehen. Gucken wir uns das auch mal an. Sind sie noch beide da? Hä? Wo ist der Sohn? Sohn? Ah, da ist er. Kommst du wieder mit, oder? Da bin ich wieder. Schön. Da komme ich nicht mit. Na, wieso denn nicht? Da bin ich wieder.
Ja gut, dann gehen wir hoch, killen das eine Monster auf jeden Fall noch da. Gemeinsam mit der Frau. Mich hittet das ja leider krass. Ich bin froh, dass du kein Alp-Commander mehr bist. Wieso? Die Alps sind immer so steif und unfreundlich, wie das Eisland, in dem sie wohnen. Vielen von ihnen fehlt es an Emotionen wegen der großen Mengen Elix, die sie zu sich nehmen. Also ich glaube ja, das kommt von diesen weißen Plastikplatten, die sie tragen. Darin muss es doch eiskalt sein. Da ist es. So, nochmal vorher gespeichert. Ja, dann hau jetzt mal rein da. Mach den mal weg. Oh. Ah, Mann. Sehr schön. Wo ist die Leiche? Da. Karl. Tot. Hä, da ist hinter uns noch was. Was ist denn da hinter uns? Wow. Ein Reißer. Ist sie tot? Selber kurz einen Schock gekriegt. Auch plündern, zack. Aber wo kam der her, ey? Ich hab das Gebiet doch schon da abgesucht. Und dein Vater? Wie war der so? Oh, meinen richtigen Vater habe ich nie kennengelernt. Ich bin bei den Alps aufgewachsen und wusste bis vor einigen Jahren gar nichts von meiner Herkunft und meinen leiblichen Eltern bei den Berserkern. Und Vadek, mein Ziehvater. Ja, er war ein Alp-Commander, genau wie ich früher. Lebt Vadek noch? Das weiß ich nicht. Es kann schon sein. Ich habe ihn seit damals nicht wieder gesehen. Vielleicht ist er noch irgendwo da draußen. Ja, vielleicht. Wer weiß. Oh Mann. Das war ja was. So, jetzt bringen wir den Kleinen erstmal zurück. Ich denke, du gehst jetzt besser wieder zurück. Jetzt schon? Na schön, ich will dir ja nicht zur Last fallen. Danke, dass du mich mitgenommen hast, Vater. Pass auf dich auf. Mach ich. Ich hoffe, du schaust ab und zu mal wieder bei uns vorbei. Ich brauch dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Naja, wobei, nee. Jetzt erst nochmal im Log, was wir machen können. Oh, wir haben wieder 10 Attributspunkte. Das ist nice. Dann können wir Geschicklichkeit noch 2 Punkte drauf.
übernehmen. So, dann Intelligenz auf jeden Fall mal. Da machen wir mal 5 Punkte drauf. Ich glaube, den Rest setzen wir in Stärke. So. Dann müsste ich jetzt eigentlich auch das bessere Schwert können. Ja. Nice. Und fehlt mir dann für die anderen Sachen noch so? Weil dieser Klopfer, der ist gar nicht so weit entfernt, ne? Dass ich den nutzen kann. Hatte ich hier Bogen und beschädigter Bogen. Schicklichkeit 21. Okay, also ein Level brauche ich auf jeden Fall noch. Kann ich den auch lernen. Rüstung etc. habe ich jetzt noch nichts Neues. Lock. Dann gucken wir doch mal. Alles nicht zu verlieren. Alles, was ich noch hatte, wurde mir genommen. Gejagt von den Kreaturen der fremdartigen Eindringlinge musste ich eine größere Siedlung der Menschen erreichen, um mir neue Ausrüstung zu besorgen, um mich neu zu orientieren. Okay. Harte Verhandlungen um einen guten Partner für die 6 Monate muss ich Experten und wichtige Leute der jeweiligen Gilde sprechen, um mir ein Bild von der Streitkraft der Gilde machen zu können. Ich bin schwach geworden. Ich muss meine Mitte und meinen Kampfgeist wiederfinden. Ich kann es natürlich alleine versuchen, ich werde aber meinen schlechten Zustand nur dann signifikant verbessern, wenn ich meinen entwurzelten, heimatlosen Zustand ändere, mich einer großen Gemeinschaft anschließe. Die kleineren Gemeinschaften wie die Kleriker und die Outlaws sollte ich zwar im Auge behalten, doch bringen die mich nicht über die erste große Hürde der Grundausbildung. Die großen Gemeinschaften, die mir jetzt wirklich helfen könnten, sind die Berserker, die Morkons oder die Alps. Aber wie gesagt, ich kann es auch ohne Gemeinschaft versuchen. Okay. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall überlegen, was wir machen. Okay, sie wird mich immer wieder mit Aufgaben konfrontieren. Billy Idol Konzert. Ich meine, wir können mal dahin. Das war ja direkt hier, ne? Da war ich ja auch gerade sogar. Muss ich nur einmal außen rum. Aber mich würde auch interessieren, wo die anderen Städte sind. Okay, rechts haben wir einmal Khan. Links haben wir Fenris. Ganz oben ist dann noch was. Irisa. Also ich würde jetzt mal fast behaupten, dass hier links ist Berserkerland. Das heißt, ich port mich jetzt mal hier rüber. Und dann gehen wir mal hin als erstes. Aber die Sachen nehmen wir natürlich mit. Geschütz. Was? Geschützmunition. Okay. Hinter mir.
Was haben wir denn da? Speichern, ganz wichtig. Sumpfspinne. Alter, die hat übelst Totenkopf. Egal. Achtung. Ich würde sagen, ich gehe ein bisschen laut. Boah, Alter, was hat die auf mich geschossen? Ich hasse Spinnen, ne? Okay, wir lassen das erstmal. Die Spinne da oben lassen wir erstmal in Ruhe. Wir gehen erstmal weiter. Gucken, was wir hier so auf dem Weg finden und ja, mal sehen. Oh, da hinten ist so ein lilaner Strahl. Das müsste eigentlich von dort sein, wo ich hergekommen bin. Ist aber nichts Besonderes. Wir gehen mal weiter. Ist da vorne eine Wetterstation oder so? Ein Sendeturm. Crony, du solltest besser nicht alleine darunter gehen. Commander, Analyse der Überlebenswahrscheinlichkeit aufgrund des Angriffs der fremden Individuen sehr niedrig. Ja, mein Freund, freut mich auch, dich zu sehen. Es waren viele Tage keine Lebenszeichen des Commanders auf den Sensoren zu verzeichnen. Ja, ich weiß, das war knapp. Frage, Erklärung der Abwesenheit? Diese bizarren Biester haben mich gejagt und ich war lange bewusstlos. Empfehle Rekalibrierung. Alphauptquartier in Ignaton. Mir geht's gut, Crony. Danke. Beginne Analyse der Erfolgschancen einer möglichen Wiedereroberung verlorener Territorien. Du hast die Gegend hier ja schon ein paar Tage beobachtet. Wie beurteilst du die Lage? Kürzliche Kampfhandlungen am Weltenherz der Berserker mit einigen Vandalen der Morkons. Spähtruppen der fremden Invasoren gesichtet. Darum werden wir uns später kümmern. Noch etwas? Frage: Brauche mehr Informationen über die fremden Invasoren. Ja, ich auch. Vermutlich weiß ich in Grundzügen schon, wer sie sind. Sie sind ganz offensichtlich diejenigen, auf die wir all die Jahre gewartet haben. Die Wissenden. Ein hochentwickeltes Volk, das in irgendeiner Beziehung zum Ursprung des Elex steht und das uns Probleme machen wird, wenn wir nicht dagegen vorgehen. Niemand hat meine Warnungen vor den Wissenden bisher so richtig ernst genommen. Die Menschen hatten eher ihren eigenen Vorteil und ihre territorialen Kleinkriege im Sinn, als sich um das große Ganze zu sorgen. Aber was hilft das Lamentieren? Jetzt sind sie hier und wir sind leider ziemlich schlecht darauf vorbereitet. Empfehle strategischen Rückzug. Nur nichts überstürzen. Ein wenig Zeit haben wir hoffentlich noch. Sehen wir erstmal zu, dass wir heil aus der Sache hier rauskommen. Positiv.
Wir müssen uns erst einmal neu orientieren, bevor wir wissen, womit wir es hier genau zu tun haben. Wie sieht es aus? Bist du einsatzbereit? Wie sieht's aus? Bist du einsatzbereit? Letzte Selbstanalyse ergab keine nennenswerten Störungen. Wenigstens etwas. Hast du mich vermisst? Überlebenswahrscheinlichkeit des Commanders 0,3%. Na gut. Am besten du schließt einfach wieder auf. Es gibt viel zu tun. Ich brauche dich als zentrale Datensammelstelle und Speer gegen die Fremden. Wir treffen uns in der Bastion im Norden, falls wir wieder getrennt werden. Positiv. Ah, Scheiße. Die Infektion. Irgendwie kaufe ich Dawkins die Geschichte mit der hybriden Maschine nicht ab. Aber wer kann ihm schon das Gegenteil beweisen? Jetzt fliegt die Maschine wieder zurück? Ja, ist schon weg. Okay. So, da hinten. Von Wolf. Und den hat's erwischt, ja. Ach, ich hab halt keine Pfeile mehr. Alter! Miese! Der hat mich erwischt. Jetzt wahrscheinlich nicht. Ah, doch. Scheiße. Zum Glück hier gespeichert. Die Infektion. Irgendwie kaufe ich Dawkins die Geschichte mit der hybriden Maschine nicht ab. Aber wer kann ihm schon das Gegenteil beweisen? Wo sind die Viechers jetzt? Keine Viechers, wir gehen weiter. Ah doch, da ist er jetzt. Ja. Schön, dass du da bist. Oh, zwei sogar. Komm, mach ihn platt. Schön. Muss meine Pfeile halt verbrauchen. Aber die XP, die nehmen wir mit. Und ich kann mal speichern. Komm, mach ihn platt. Beide. Sehr geil. Ein Trank. Ich bin gespannt, ob man die noch häuten kann oder so. Also irgendwie kommt da immer sehr wenig bei raus. Krallen und das war's. Oh, da unten ist wieder so eine Spinne. Kann man nicht gebrauchen. Da ist noch so ein Kirschen. Oh, da hinten sind mehrere Tote.
Was denn hier passiert? Na. Oh, 60 Elix, die nehmen wir mit. Nochmal. Oh, das war's, glaube ich. Speichern. Ah, ist nur ein junger Schakal, okay. Schwein gehabt. Aber der Spinne will ich jetzt nicht zu nahe kommen. Ui, was ist das denn für einer? Oh Scheiße. Weg. Oh. Da bin ich wohl ein bisschen hochgeflogen. Komm, mach ihn weg. Nein. Wir haben ihn. Kai hat das bombenmäßig gemacht. Was das hier früher wohl mal war? Gute Frage, was das hier sein soll. Aber wir gucken uns mal um. Keine Truhe. Ja, keine Sorge, Leute, wir gehen auch gleich mal nach oben. Feuerspucker. Gelbes Item. Jetzt nicht weiter. Feuerspucker ist bestimmt sowas wie ein Flammenwerfer. Stimmt. Mal gucken. Feuerspucker, Schaden, Rakete. Wurde einst in einem Tanklager benutzt. Wer ihn benutzt hat, weiß man daher nicht. Okay. Na, krass. Gut, dann gehen wir weiter. Müssen irgendwie da hoch in das Dorf. Da hinten schon wieder so eine Spinne. Geht. Ich hasse Spinnen.
Was haben wir da? Schwacher Wühler, aber trotzdem Totenkopf. Vorsicht! Ja, machen platt. Ist schon wieder so ein Raptor-Ding. Ich glaube, da gehen wir jetzt wirklich mal weg von. Wir wollen noch lebend da ankommen. Mal hier hoch? Ich glaube schon. Lass mal speichern. Was? Pestratte. Es geht los. Was da unten rumläuft. Oh, was? Kämpfen gegen das Ding. Kann schnell auch mit draufhauen. Ich will auch. Nein! Hat der mir eine verpasst? Oh, ich hoffe, ich habe jetzt gespeichert. In der Nähe. Oh ja, zum Glück. Okay, das ist das andere Vieh. Passt. Und da kommt das. So, jetzt müssen wir nur warten. Die Patrouille wieder kommt. Na, kommt schon. Patrouille scheint gerade nicht in der Nähe zu sein. Ich loot mal so eben, so lange. Ach, ich würde den jetzt gerne mitkillen. Für die XP schon mitnehmen. Wo sind denn die Dudes? Hinten läuft was. Okay, das ist nicht der, den ich gesucht habe. Ich habe eine Patrouille gesucht, aber die scheint nicht mehr da zu sein. Okay, dann gehen wir wieder zurück und dann werde ich doch erstmal nach oben gehen. Irgendwann kriege ich den noch mit gekillt hier. Da
Er steht nur gerade im Weg. Ah, da ist der Teleporter. Das ist schon mal sehr gut. Moment, wo willst du hin? Du kannst hier nicht einfach hereinspazieren. Oder glaubst du, ich stehe hier zum Spaß? Ich... Unterbrich mich nicht! Striker, was erwarte ich, wenn ich rede? Ganz genau. Klappe halten. Heraus damit. Was willst du? Sehr unfreundlich irgendwie. Ich will ins Vor. Sag bloß. Hör zu. Du bist keiner von unseren Arbeitern. Also ist hier Endstation. Eins noch. Unsere Wachen haben Anweisung, Unbefugte aus dem Vor zu werfen. Also spar es dir, über die Mauern zu klettern. Wir sind hier nämlich auf Zack, oder Striker? Siehst du? Hellwach. An mir führt kein Weg vorbei. Und jetzt Abmarsch. Zutritt ins Vor. Gut. Das werden wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge anschauen, wie wir dann in dieses Fort reinkommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch das Let's Play bisher gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen oben da lassen könnt für den Algorithmus auf YouTube. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, denkt dran, abonnieren kostet nichts und würde mich auf jeden Fall ungemein unterstützen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut da rein, schönen Tag noch euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.